Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Heart of Heart Box von Shara. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Heart of Heart von Shara, das Ganze am 15. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, so sieht das aus. Bevor wir das Ganze starten, werden wir mal die Folie abmachen. Einmal einschneiden und dann kann es auch schon losgehen. So, also wir haben hier eine schwarz-weiße Box. Es ist vom Format her so eine reguläre Box, wie wir sie sehr oft im deutschen Rap vorfinden. Hier oben haben wir einmal den Schriftzug Shara, einmal in deutscher Schriftweise, also Z-A-R-A, und dann einmal auf Russisch. Dann haben wir hier den Interpreten abgebildet in einem weißen Stone Island Shirt, der uns hier seine Kette und ja, seinen Ring präsentiert. Hier lesen wir Heart auf Heart. Unten schwarz, rechts schwarz, der weiße Streifen geht hier durch, oben schwarz, links der weiße Streifen, Alte Schule Records, das Label, bei dem er unter Vertrag ist. Und hier unten lesen wir dann wieder den Shara-Schriftzug und einen Barcode. Auf der Rückseite haben wir hier einmal das Logo von Alte Schule Records, dann haben wir hier die Infos, was sich in der Box befindet. CD-Album inklusive Instrumental-CD, handsignierte Autogrammkarte, Flachmann inklusive 4 Gläsern, A2 Faltposter und 3 Sticker. So, zum Abschluss gibt es dann hier noch Social Media und die Beteiligten dieses Releases. Das Ganze vertrieben von Chapter One. Und dann schauen wir mal hinein. Gut, wir haben hier scheinbar eine Box in der Box. Also hier noch so eine kleine Zwischenebene, so ein Zwischeninhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. 1, 2, 3 Sticker. Die Autogrammkarte in einem ungewöhnlichen Format, ziemlich groß. Das Poster und dann entsprechend diese Zusatzbox hier mit dem Flachmann, einem Trichter und den Gläsern. So, von innen die Box in weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das Album ist nicht mehr eingeschweißt, kommt ohne Folie. Es ist ein reguläres Jewelcase. Hier lesen wir wieder Heart of Heart, Shara. Es ist sein Debütalbum. Es ist das erste Album des jungen Aschaffenburgers. Und kleine Info zu dem Album, na, beziehungsweise zum Interpreten. Der Künstlername Shara kommt aus dem Russischen und heißt auf Deutsch so viel wie Hitze. Und hier auf der Seite lesen wir dann wieder Alte Schule Records, Heart of Heart. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Stück an der Zahl. Wir haben hier 2 Features dabei. Einmal Labelkollege Hayes. Und einmal Jay Ju, sagt mir um ehrlich zu sein nichts. Dann haben wir hier wieder den Interpreten abgebildet in einer Adidas-Jacke, Beteiligte und Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet, das hier etwas schwierig rausgeht. So. Aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft. So. Also, so sieht das dann aus. Wir haben hier die einzelnen Seiten in Schwarz und Weiß gestaltet mit den Infos, wer da beteiligt war, wer das Ganze geschrieben und produziert hat, beziehungsweise wer gefeatured wurde. Dann haben wir hier eine Doppelseite, eine Nahaufnahme des Künstlers. Weitere Infos. Und zum Abschluss noch eine Danksagung. Ich danke dir für alles. Ohne dich hätte ich das alles niemals geschafft. Danke an Alte Schule Records, die mich gesigned haben.
Danke an meine drei besten, Asi Dave, Artem und Chris. Und ein großes Dankeschön an meine Fans. Danke für eure Loyalität. Sehr schön. So, dann kommen wir zur CD. Die CD in schwarz und weiß gehalten. Sieht so aus. Auf der Seite dahinter lesen wir dann wieder Shara. Dann haben wir zum Album auch noch die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle. Cover ist das gleiche, nur eben hier mit dem weißen Streifen hier über dem Gesicht. Den zwei weißen Streifen. Instrumentals lesen wir hier. Hier gibt es 11 Tracks, bedeutet einer ist hier weggefallen. Wir schauen mal ganz kurz. Aha, okay. Also, der Track Vogel hat es hier nicht auf die Instrumentals geschafft. Wir kommen zur CD. Die sieht so aus, wie auch schon die Album-CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Und das Ganze in einer Papphülle. So, dann mit dabei ein Poster. Das ist einseitig bedruckt, Rückseite weiß, wie ihr seht. Und dann haben wir hier wieder Shara abgebildet in dieser Jacke. Ich glaube, es war hier auf der Rückseite des Albumcovers. So sieht das aus. Hier lesen wir dann wieder Alte Schule Records. Also, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Eine Autogrammkarte ist mit dabei, in einem, wie gesagt, sehr ungewohnten Design, also zumindest was die Größe betrifft, denn die ist für eine Autogrammkarte echt extrem groß. Hier oben links lesen wir einmal Shara, Alte Schule Records, Rückseite blank weiß. Ja, also die ist fast das Doppelte von so regulären Autogrammkarten, die ist echt gewaltig. Sticker haben wir auch mit dabei, drei Stück an der Zahl. Einmal diesen hier quadratisch, das ist das Cover. Dann haben wir hier einmal kreisförmig das Label und dann einmal rechteckig den Künstlernamen, den Schriftzug. Also drei Sticker in drei verschiedenen Formen, alle in schwarz und weiß gehalten. Und als letzten Boxinhalt kommen wir hier zu diesem separaten Teil der Box, und zwar haben wir hier einmal den Flachmann, dann den Trichter und Schottgläser. Das Ganze kommt hier in so einer eigenen Form, bedeutet, man kann das Ganze hier sehr schön verstauen und sich dann je nachdem ins Regal stellen, wieder in der Box verstauen, wie immer man möchte. Zwei der drei Inhalte sind noch in Folie. Einmal der Flachmann und einmal der Trichter. So, wir schauen uns als erstes mal den Flachmann an. Der sieht so aus, klassisch, dieses silbernen Stahl- oder Metallflachmänner. Was lesen wir hier? Stainless Steel, hart auf hart, der Albumtitel, Rückseite ist blank. Hier oben dann entsprechend zum Aufschrauben. Und dann haben wir hier einen Trichter, der ist vor allem dafür gedacht, dass man hier den Flachmann gut befüllen kann. Also hier einfach den Trichter reingeben und dann kann man hier das Getränk seiner Wahl einfüllen. Und natürlich kann man dann auch daraus trinken. Und zwar haben wir hier so ein Etui in so einer Lederoptik. Das Ganze hier mit einem Knopf verschließbar. Und hier drin haben wir dann, ich dachte, es wären mehrere. Ein Glas mit dabei, ein Glas aus Aluminium. Und hier lesen wir dann auch wieder das A, wahrscheinlich von Alte Schule. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wir schauen nochmal ganz kurz nach. Denke ich mir doch. Okay, hier ist mal wieder Scheiße passiert beim Befüllen der Box, denn wie so oft hat es mich erwischt. Ich habe in diesem Fall nur einen Becher, ein Shotglas. Es sollten aber, wir lesen es hier, vier Stück drin sein. Ja, ich gehe mal davon aus, nachdem hier ein A drauf ist
und der gute Mann Schara sich mit vier Buchstaben schreibt, nämlich Z-A-R-A, dass auf den anderen drei Becherchen dann eben ein Z, ein A und ein R zu lesen wäre. Ist jetzt nur meine Vermutung. Ja, falls ihr alle vier Becher habt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Ich habe ja leider nur einen. Gut, ich hoffe, ihr habt vier. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Becher-Etui inklusive des Inhalts. Wie gesagt, vier Becher sollten es sein. Bei mir war nur einer drin. Dann haben wir diesen Flachmann hier inklusive dem Trichter. Das Ganze kommt in dieser schönen Form hier. Kann man hier dann auch wieder wunderbar verstauen. Oder umdrehen. Ja. Dann haben wir mit dabei die Autogrammkarte, unterschrieben, das Ganze im Hochformat. Das Poster ebenso im Hochformat, einseitig bedruckt. Die drei Sticker, einmal, zweimal, dreimal. Sowie die Instrumentals zum Album, 11 Stück an der Zahl. Und natürlich das Album an sich, hart auf hart, im regulären Toolcase mit 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Hard of Hard von Jara. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jara unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.